Ich nehme an, hier lang. Und jetzt? Hier lang? Okay, okay, okay. Und jetzt? Links? Boah. Ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Genau. Halten Sie sich einfach gut fest. Und ein herzliches Willkommen nochmal, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Alien Isolation. Der letzte Part... Ach, Quatsch, natürlich nicht. Aber ich habe nachgeguckt, ich war ein bisschen online gewesen. Online, das hört sich so komisch an. Aber ich war ein bisschen auf YouTube unterwegs gewesen. Und da habe ich gesehen gehabt, dass das Spiel ja langsam fertig ist. Also bald fertig ist. Warte, was müssen wir hier irgendwas machen? Tatsächlich. Überladen Sie den Beta-Kern. Ah, hier. Sehr schön. Der letzte Livestream, der war ja... Also die Atmosphäre war ja krass gewesen. Einen habe ich. Also da unten bei der Brutstätte da von den Aliens, das war ja richtig krass gewesen. Ich schwöre, ich liebe dieses Teil. Ich liebe dieses Teil. Mann, Mann, Mann. Hier ist ein Krach hier unten. Den habe ich gar nicht gesehen. Mann, das geht ja richtig ab hier. Warte, das war der gewesen, oder? Nee, doch. Gut. Oh, jetzt müsste ich mal ganz schnell gucken, ob wir Medikit bauen können. Nö, geht nicht. Natürlich nicht. EMP-Mine. Ach, wir lassen das jetzt erstmal. Genau, wie gesagt, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut auf YouTube und ich habe gesehen, dass wir uns echt langsam dem Ende nähern. Ich hoffe, dass jetzt kein Android kommt. Was muss ich denn hier machen? Drücken Sie die passende Tastenbewegung. Hä, was denn für eine Tastenbewegung? Als ob ich die Tasten drücken muss, die da stehen. Was? NDE oder was? Hä? Drücken Sie die passende Tastenbewegung, wenn der Schalter aktiv ist. Ah, das mittlere haben wir irgendwie, oder was? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hatte ich es. Ich habe es nicht wirklich verstanden, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Das ist das, was zählt. So. Das ist sehr laut übrigens hier unten, finde ich. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht aufhalten. Was muss ich denn hier nochmal machen? Drücken Sie die... bewegen Sie die... Ah! Ah! Was? Du! Eingabe! Stopp! Hä? Egal. Wir haben es irgendwie geschafft auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch hier runter. Also wie gesagt, in der Brutstätte von den Aliens. Das war richtig krass gewesen dort. Und unsere Aufgabe ist natürlich jetzt das Ganze... den ganzen Clan da unten zu vernichten. Das machen wir natürlich auch. Jetzt müssen wir sicher hier an den Computer. Yep. Oben. Yes. Ja, ich glaube, ich habe es doch irgendwie verstanden, wie das funktioniert. Halt. Und jetzt... Ah, hier. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, was für ein Spiel, ach komm zurück, ich denn jetzt nach Alien spielen soll. Ich meine, das wäre einfach das Spiel jetzt gerade auf meinem Kanal gewesen, was halt einfach immer lief. So, das letzte noch. Perfekt.
Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um. Das machen wir wo? Jetzt müssen wir wieder alles zurücklaufen. Okay. Boah, das dreht ja hier langsam alles richtig durch. Säuberung von Reaktorsteuerung eingeleitet. Schön. Wir scheinen es geschafft zu haben, glaube ich. Ich glaube es zumindest. Ich mag euch nicht. Nein! Hä? Wieso brennen die denn jetzt plötzlich alle? Und die kippen ja sowieso um. Warum das denn? Hat mir da. Hä, wieso sind die denn jetzt. Ah, da ist wahrscheinlich ein Blitz, hat da wahrscheinlich eingeschlagen, kann ich mir vorstellen. Wo müssen wir hin? Ah, hier. Wir müssen hier weg. Boah, jetzt geht's richtig hier zur Sache. Wir brauchen auf jeden Fall einen Save Point. Sind wir hier richtig? Ah, von der Reaktor. Ist hier noch eine. Ne, wir müssen hoch, müssen wir, ne? Ja, 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 wir müssen hoch in den Raum da oben rein. Und da kommst du. Wie kommt man da hin? Muss doch von hier sein, oder? Ist hier irgendwo eine Leiter oder sowas? Ah, hier. Das könnte das sein. Wie gesagt, ich bin natürlich mega gespannt, was für ein Game dann jetzt nach Alien kommen wird, was ich wirklich langfristig zocken werde. Ich habe sowieso überlegt, dass ich das ganze Prinzip von meinem Kanal ein bisschen abändere, dass ich eigentlich nur ein einziges Spiel habe, was wirklich, wirklich großes Projekt angesehen wird, so wie Alien jetzt. Und die anderen Games will ich gucken, dass ich da wirklich nur Spiele aussuche, die vielleicht 1, 2, 3 Parts gehen. Beziehungsweise wenn ich dann da große Games anzocke, dass ich sie vielleicht nicht länger spiele, 1, 2, 3 Parts. Außer die laufen jetzt halt natürlich mega gut. Dass ich auch einfach ein bisschen Abwechslung von Spielen hier in meinem, auf meinem Kanal habe, ne? Ihr versteht, was ich meine. Hä? Was muss ich machen? Leiten Sie die Säuberung mit nach oben und nach unten ein. Purge. Haha. Purge. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Jo, mach das mal. Ich will schnell gucken, ob ich mir ein Medikit bauen kann. Nein, natürlich nicht. Wieso sollte der sich gut festhalten? Aha. Let's go. Shit. Dann Alien! Ganz viele. Oh shit, wie viel sind denn das? Das waren jetzt mehrere gewesen. Oh. Ey, wie ist eine Missgeburt? Scheiße. Wir sollten hier abhauen. Wir sollten vor allem endlich speichern können. Strompegel auf Sevastopol gefährdet. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Ach. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die? Und wann hast du hier das letzte Mal gespeichert? Laufen die jetzt hier schon rum? Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Ja, du sagst es. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort! Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Ich brauche ein Medikit. Oh, guck mal, hier hat's ein paar Sachen. Vielleicht. Was brauche ich eigentlich noch für mein Medikit? Oh, wir können herstellen. Super.
So. Das ist schon mal gut. Das nehmen wir auch gerade. Jetzt brauche ich aber noch einen Save Point auf jeden Fall. Sehen wir was auf der Karte? Ja, da wäre einer gewesen. Aber da will ich jetzt nicht wieder alles zurücklaufen. Ich habe ja einen Flammenwerfer für den schlimmsten Fall. Ich dachte, da hinten war ein Alien. Hier lang, ne? Müssen wir den Transit nehmen, oder? Ja. Ja, welchen denn? Hier gibt es ja ganz viele. Ich nehme mal an, der hier. Ich beeil mich mal lieber. Kommt der mal? Oh! Wir können speichern. So. Da kommt der auch schon. Ey, ich will auf jeden Fall nicht mit mehreren von diesen Dingern hier rumlaufen. Also von den Aliens. Noch mehr von denen begegnen. Darauf habe ich gar keinen Bock. Ja, das könnte ruhig schneller kommen. Das habe ich zu bemängeln. Mann, Mann, Mann. Okay. Geradeaus und dann gerade zum nächsten Transit oder was ist das? Ja. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Also rein theoretisch dürften jetzt hier noch nicht wirklich Aliens sein. Die können ja unmöglich so schnell sein, wie wir mit dem Transit hierher gefahren sind. Glaube ich irgendwie nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Bis jetzt bin ich ja noch relativ safe hier. Na komm, mach auf. Oh. Super. Ah, jetzt hat er auch sowieso, er speichert ja sowieso im Transit nochmal, hätte ich jetzt eigentlich dran denken müssen. Ich bin halt echt gespannt, wie das Spiel endet. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt! Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay, wir hauen also ab von dem Schiff und ich höre Aliens. Oder ich höre ein Alien, ich weiß es noch nicht. Was ich auf jeden Fall jetzt sehe, ist, dass die Tür hier verschlossen ist, aber wir müssen trotzdem irgendwo hier durch. Wir begeben uns mal nach oben. Aber ich höre auf jeden Fall Aliens hier rumlaufen. Ich weiß, vielleicht sind es auch mehr als eins, ich weiß es nicht. Ja, die Tür ist zu. Jo, jetzt bin ich mal gespannt, ne?
Ah, wir haben hier den besseren Schneideding da. Ja, mit dem kommen wir hier rein. So, sehr schön. Warte, wo müssen wir? Eigentlich nur da geradeaus. So. Perfekt. Wir kommen richtig gut voran. Also wirklich. Die Bewegungsmelder, der Bewegungsmelder ist fast... Ja. Finden Sie einen Shuttle in den... Ah, jetzt, okay. Ah, hier sind wir. Wo wir bei dem Part damals hier die Leiter nicht gefunden, also wo ich die Leiter nicht gefunden habe, dass man hier hochklettern muss. Okay, warte, wo müssen wir lang? Oh, wir sind wieder ganz am Anfang. Oh mein Gott, alles zurück. Okay. Ja gut, ich habe ja einen Flammenwerfer von dem her. Habe ich jetzt. Ich weiß noch, wo das Alien damals das allererste Mal aufgetaucht ist. Shit, hab ich da Schiss gehabt. Ich guck natürlich trotzdem, ob ich hier irgendwo Flammenwerfer-Munition finde, aber ich finde, das wäre relativ unlogisch in dem Sinne, weil damals gab es ja hier noch gar keinen Flammenwerfer bei den Parts. Der kam ja erst viel später hier ins Spiel. Och, nicht so einer. Hab ich noch? Ja. Ich hoffe, ich habe das Alien jetzt nicht noch angelockt. Schade, dass das Alien nicht die, die Androiden angreift. Das finde ich richtig schade. Verdammt, wir haben auch nur noch einen einzigen Bolzen, Schuss über. Ich glaube, an die Stelle kann ich mich auch erinnern. Da sind wir einfach durchgerannt. Jetzt links hoch und hier rein. Finden Sie ein Shuttle in der San Cristobal Notfall Shuttlebucht. Also hier. Was haben wir hier? Bauplan. Verbessert. Von was denn? Ich weiß doch. Mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Ja, wir haben ja einen Bauplan. Finden Sie eine Verbesserung der Stufe 3 für den Zugangsgenerator. Habe ich ja. Ich habe ja den Bauplan gefunden. Ja, und dann? Elektroschocker Stufe 2? Wo sind denn die anderen Sachen? Verstehe ich nicht. Oder wir brauchen noch einen Bauplan. Das kann natürlich auch sein. Noch einen zweiten. Nein. Das muss aber hier sein. Hier liegt sicher irgendwo noch was rum. Was ist das da? Aha. Super. Machen wir die Tür auf. Hacken Sie die Tür und steigen Sie in das Shuttle. Mache ich. Prinzip ist dasselbe, nehme ich an, oder? Ja. Zack. What? Zack. 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 Das war knapp gewesen, aber wir haben es geschafft. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Einfach auf den Knopf drücken, hat er gesagt. Er wollte es so. Er wollte es so.
Und jetzt müssen wir eigentlich rüber zu dem anderen Schiff, oder? Hä? Haben wir es jetzt geschafft? Hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Ah nee, ich bin jetzt auf meinem Schiff, auf meinem kleinen Shuttle bin ich jetzt, oder? Verstehe ich das richtig? Zeig mal her. Shuttlebucht, oder? Hier dürft ihr jetzt... Erkunden Sie die... Anesidora. Ah, das ist das andere Schiff. Ah, ich habe jetzt angedockt bei dem anderen Schiff, ja. Und eigentlich rein theoretisch dürfte es jetzt hier kein Alien mehr geben. Die waren ja auf dem anderen Schiff gewesen. Bringen Sie die Systeme der Anesidora wieder online. Das sah dann aus wie Aliens von der Seite. Das haben die 100 Pro extra gemacht. Aber gut. Kann ich gerne machen. Aua, aber ist das jetzt unbewohnt, das Schiff oder was, was hier in der Nähe angedockt ist? Nein, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anesidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Wenn nicht sogar wirklich doch auch Aliens hier auf diesem Schiff sind. Kann ich hier irgendwas machen? Freigeben, Fehler, Audio? Da kann man noch was abspielen? Zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Jo. So. Tun wir mal die Schrottmühle hier zum Laufen bringen. Damit wir auch mal wissen, was hier Sache ist. Und vielleicht kriegen wir dann noch mal endlich ein bisschen Licht. Ja. So. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Was heißt das jetzt? Bringen Sie die Systeme der Anesidora wieder online. Ist ja gut, habe ich ja gemacht. Ne? Ich glaube, ich gehe mal hier weg. Ich habe keinen Bock, dass das Boom macht und dann bin ich tot. Wo ist denn meine... Ach, da. Ah, ne, hier muss ich was machen. Guckt mal, hier. Oh, jetzt muss ich das Ding hacken. Oh, nicht das, das mag ich nicht. Zack. So macht man das. Ah, ich habe auch gewusst, wie man die Taschenlampe jetzt wieder auflädt. Indem man einfach mit F macht man sie an und aus. Man muss einfach F gedrückt halten. Oh, die Tür ist aufgegangen. Ricardo, hat Sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Natürlich nicht, Mann. Ich habe das Gefühl, die sind alle tot. Hey, Ripley. Willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen.
Ey, der beobachtet uns. Mit der Überwachungskamera. Guckt euch das mal an. So ein Pädophiler hier. Okay, wo ist denn der? Ach ja, wir müssen hier lang. Okay. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Ja, schon. Oh, nein! Taylor? Taylor! Marlo, was machen Sie da? Oh, ich sollte auf jeden Fall... Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Das ist 100 Pro auch ein Android. Hat sie noch mehr von den Dingern? Erstmal plündern, was geht. Ah, hä? Ah, ist ein Radio einfach. Nee. Die Tür müssen wir aufkriegen. Brauchen wir Sicherheitsgurt, glaube ich. Habe ich gesehen. Hier hat es nochmal ein Audio. Eine Sidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess. Und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Okay, scheiße. Jetzt wissen wir auf jeden Fall... Jetzt wissen wir auch, wie die Aliens hierher gekommen sind. Also ich glaube es zum... Ich nehme mal lieber den Flammenwerfer. Ich glaube zumindest, dass so die Aliens hier auf das Schiff gekommen sind. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Hab alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat... Hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Okay. Wir haben es also mit einem ziemlichen... Ein Moment mal. Ah, warte, das müssen wir hacken. Das da. Das hier und das. Oh, so. Ich weiß halt jetzt immer noch nicht, ob das jetzt ein Android auch ist. Das sah jetzt so aus, als Camlis ist gleich da rausgesprungen. Speichern wir mal. Ich hör's. Ich hör's durch die Lüftungsrohre klettern. Links, ne? Ja. Benutzen Sie das Terminal? Okay. Okay. Muss ich da was machen? Nee, oder? Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling... Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich.
Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Okay. Ui, was geht denn hier ab? Jetzt wissen Sie Bescheid. Was machen die denn? Wir sind doch gerade in diesem Shuttle. Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Okay. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Ui. Ui, ui, ui. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Oh, oh. Ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Na los. Schalten Sie die Fusionssysteme ab. Ja, wie denn? Von hier oder wo? Die stirbt ja gleich da drin sicher. Als ob. Ja, wie soll ich die denn abschalten? Aha, guck mal hier. Go! Und jetzt? Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Los! Oh, jetzt muss ich schnell machen, habe ich das Gefühl. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Nein, der ist explodiert. Ich glaube, wir waren zu langsam. Ich habe nicht gewusst, was ich machen muss. Also nochmal. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich glaube, kurz bevor wir da reingegangen sind, oder? Ah, passt. Okay. So. Los. Okay. Okay. Mach. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Sehr schön. Mach. Das ist das letzte noch. Go. Haben wir es geschafft? Yes! Ja, bleib da stehen. Hau doch ab. Was stehst du denn da so rum? Ui. Oh, oh.
Entkommen Sie. Jo, du bist schlau. Warte, wo müssen wir hin? Aber wo lang? Da sicher nicht. Ui. Ich nehme an, hier lang. Und jetzt? Hier lang? Okay, und jetzt? Links? Boah. Komm schon. Oh, was geht hier ab? Als ob. Und jetzt? Hier lang. Können wir nur noch hier lang? Sind wir nicht von hier gekommen? Nee. Uiuiuiui. Was war denn das für ein Geräusch gerade eben? Los! Wir schaffen das! Wir haben es geschafft. Sauber. Ricardo. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige... So, Leute, an dieser Stelle trotzdem, ich werde den Part jetzt beenden müssen. Wir sind schon bei 37 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich würde mich über ein positives Feedback natürlich wie immer freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.